Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Es ist okay. Ich tu's. Was denkst du dir? Stress das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Los, ich bin bereit. Wirklich? Das ist ein Albtraum. Das hat alles keinen Sinn. Okay, dann mal wieder aufwachen. Was macht sie denn? Alles vernichtet. Was ist das bloß? Wie sehen Sie aus? Sie verheimlichen uns etwas. Dieser Schaden. Es ist unmöglich einzuführen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie ein. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss.
da drin? Von der anderen Seite. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Ruhig bleiben! Ich bin einfach überall!
Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Assistenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Bleibst du hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten! Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Stirb, du Miststück! Stirb! Yeah.
Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Level im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Noch eine Konsole.
schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Thank you.
Aiden, bist du da? Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein.